Wer sind wir? Woher kommen wir? Diese Fragen beschäftigen die Menschen schon seit frühester Zeit. Aber gerade heute, in der Epoche, wo alles möglich ist, jeder scheinbar alles sein und machen kann, ja, gerade da besinnen sich viele auf ihre Wurzeln zurück. Jedem Menschen wohnt ein tiefes Gefühl der Verbundenheit zu seinen Vorfahren inne, und es gibt sicher keinen, der nicht schon einmal in seiner eigenen Vergangenheit oder der seines Volkes geforscht hätte. Verständlich. Schließlich erfährt man dabei nicht nur eine Menge über sich selbst, sondern lernt auch die Gemeinschaft besser kennen. In der heutigen Geschichtswissenschaft sind es Dogmen, die einst als vorsichtige Theorien geäußert wurden und sich schlicht nicht bestätigt haben. Eines dieser Dogmen ist die Annahme, der Ursprung der abendländischen Kultur sei im Orient zu suchen. Viele Wissenschaftler würden dem auch heute noch zustimmen, und das, obwohl die Theorie Ex Orient Lux heute stark differenziert betrachtet werden muss. Erstmals fasste man den Gedanken, dass das große Europa der Künste und Kulturen den entscheidenden Anstoß aus dem mediterranen Osten bekam in der Romantik und Klassik, also im 18. und 19. Jahrhundert. Dies erschien einleuchtend. Immerhin finden sich ja die Überreste zweifelsohne beeindruckender Völker rund um das Mittelmeer. Griechenland, Rom, Ägypten, Babylonien und Persien, all diese Reiche, die bis heute noch die Geister beflügeln, existierten dort. Gleichartiges konnte nicht in Nordeuropa gefunden werden. Doch seitdem sind 200 Jahre vergangen und wir stehen im Lichte völlig neuer Erkenntnisse. Die heute bekannten Funde und Berichte aus längst vergangenen Zeiten zwingen uns, unser bisheriges, aus den Dogmen der Aufklärung zusammengeflicktes Geschichtsbild völlig zu revidieren. Ausgehend von der Orient-Theorie nahm man an, dass der Norden erst lange nach der Römerzeit und der Christianisierung zivilisiert wurde. Zuvor soll in Europa Barbarentum und Gottlosigkeit geherrscht haben. Freilich sind die Germanen, wie wir sie aus den antiken römischen Geschichten kennen, als tapfere Krieger in Erinnerung geblieben. Oft genug profilierten sie sich als Feinde der Hegemonialmacht Roms und der von ihr importierten Zivilisation. Phrasen wie der Furor Teutonicus oder die Namen großer Germanen, wie es beispielsweise Armin der Cherusker war, stehen noch heute für die todesverachtende Kampfeslust unserer Vorfahren und ihr Ideal, für Volk und Vaterland selbst Leib und Leben zu lassen. Doch die deutsche Geschichte endet nicht bei den Germanen der Römerzeit. Im Gegenteil, die Stämme, auf die Cäsar während seiner Feldzüge in Germanien trifft, sind nur noch der Schatten eines einst viel größeren, viel höheren Kulturreichs. Die Rede ist hier vom Atlantischen Reich. Bis in die Zeit um 1200 vor Christus waren die germanischen Völker in einem mächtigen Bunde vereint. Das Reich erstreckte sich von dem Gebiet der sogenannten nordischen Bronzezeit, von der Kimbrischen Halbinsel und Skandinavien bis hinunter nach Italien und Bosnien. Das Regierungszentrum dieses in 10 Provinzen untergliederten Reiches befand sich auf einer Insel zwischen Helgoland und der Eidermündung. Kolonien gab es in Nordafrika und freilich weitaus kleinere, sogar noch in einigen Überseegebieten wie Amerika. Die Atlanter pflegten von dort aus regen Handel mit den umliegenden Völkern zu treiben. Die Einheit West- und Nordeuropas war gesichert und das kulturelle Niveau erreichte eine bis dahin nie dagewesene Höhe. Doch wie von Schicksalsatem brechen plötzlich urgewaltigste Katastrophen über das Atlantische Reich herein. Seine geistige Heimat auf der Königsinsel in der Nordsee wird im Zuge dieser Katastrophenzeit vernichtet. Der Himmel verdunkelt sich und ganze Landstriche bieten nur noch ein Bild der Verwüstung. Ein dramatischer Klimaeinbruch, der heute als Ende des nacheiszeitlichen Optimums bekannt ist, macht weite Teile des Atlantischen Reiches für lange Zeit unbewohnbar.
ihrer unmittelbaren Lebensgrundlage beraubt, machen sich mehrere Völkerstämme auf die Suche nach neuem Land. Die Atlantischen Kriege beginnen. In unseren Tagen haben viele Mitmenschen vergessen, was es bedeutet, Deutscher zu sein. Die Geschichte von Atlantis ist nicht nur ein beeindruckender Teil in der alteuropäischen Vergangenheit, sondern auch ein beispielloses Zeugnis für die Entstehung unseres großen Volkes. Wie ein Lichtblick in der Finsternis der Globalisierung und des weltweiten Gleichheitswahns erscheint plötzlich ein einzigartiges Stück vergessener urdeutscher Kultur. Möge es jedem Deutschen den Weg zurück zu sich selbst weisen und möge sich die atlantische Reichsidee so segensreich wie einst auf alle europäischen Völker ausstrahlen. Ohne Mythos geht es nicht. Dekadenz und Identitätslosigkeit haben uns im 21. Jahrhundert beinahe zugrunde gerichtet. Mit Atlantis bekommt Deutschland seinen ureigenen, ewigen Gründungsmythos zurück. Dieser Mythos ist aber kein bloßes Märchen, sondern volle Realität. Wo lag Atlantis? Der griechische Philosoph Platon ist der Urheber des berühmten Atlantis-Berichts. In diesem als Dialog abgefassten Text liefert er wichtige Hinweise für die zeitliche und räumliche Einordnung. Zunächst wird mehrmals gesagt, dass zwischen dem Untergang von Atlantis und der Ägyptenreise des Griechen Solon rund 8000 Jahre vergangen seien. Nun muss man jedoch wissen, dass es sich hierbei um eine ägyptische Zeitangabe handelt. Die Ägypter rechneten in der Antike nämlich nicht mit dem Sonnenkalender, sondern bezeichneten jeden Mondmonat als ein Jahr. Folglich ergibt sich für den Zeitpunkt des Untergangs von Atlantis etwa die Zeit um 1200 vor Christus. Dass diese Datierung in die Bronzezeit richtig ist und Atlantis nicht vorher untergegangen sein kann, zeigt die einfache Tatsache, dass Platon von vielen Dingen spricht, die es kurz zuvor in der Steinzeit noch nicht gab. So ist etwa von einer Burg auf Athens Akropolis, einer Quelle und einer großen Mauer am selben Ort, von Waffen aus Kupfer und Zinn und sogar schon aus Eisen, von Wagenrennen, Streitwagen und dergleichen mehr die Rede. All dies hat sich erst gegen Ende der Bronzezeit entwickelt. Bemerkenswert ist außerdem, dass Platon penibel einige Details aufzählt, die er selbst nicht mehr kannte, die zur Zeit der Atlantischen Kriege aber noch da waren. Die Mauer auf der Akropolis zum Beispiel wurde kurz nach 1200 vor Christus zerstört und ihre Reste erst vor wenigen Jahren wieder ausgegraben. Es ist wichtig, dass wir den Untergang von Atlantis nicht nur durch die Schriften Platons, sondern auch mittels des archäologischen Befundes in die späte Bronzezeit datieren können. Nach Platon befindet sich die Insel Atlantis im Atlantischen Meer, außerhalb der Meerenge von Gibraltar, welche man in der Antike immer Säulen des Herakles nannte. Bei ihrer Vernichtung habe sie nichts als ein unbefahrbares Schlammmeer zurückgelassen. Dabei handelt es sich um das für damalige Griechen unvorstellbare Wattenmeer. Überhaupt werden viele Eigenheiten Nordfrieslands beschrieben, wie etwa Ebbe und Flut, die Flüsse Eider und Elbe, das fruchtbare Marschland und zahlreiche kleinere Inseln. Des Weiteren ist von einem roten Felsenmassiv die Rede, das sehr hoch und wie mit dem Messer abgeschnitten aus dem Meer aufragt. Dass es sich dabei um die in der ganzen Nordsee einzigartige Insel Helgoland handelt, wird spätestens dann offensichtlich, wenn Platon ins Detail geht. Die Atlanter förderten und verarbeiteten dort nämlich Kupfer. Bis heute ist im Helgoländer Boden dieses Metall zu finden. Vor wenigen Jahren erst fand man sogar einen großen Werkplatz, an dem in der Bronzezeit eindeutig Kupfer verhüttet worden war. Direkt hinter dem großen Felsenmassiv sollen sich Dünen und Marschen erstreckt haben. Heute liegt Helgoland einsam in der Nordsee,
aber noch vor rund 4500 Jahren gab es eine Landverbindung hin zum kimbrischen Festland. In der späten Bronzezeit jedoch war das Massiv schon eine Insel. Die dramatische Entwicklung in den letzten Jahren des Atlantischen Reichs ließ weite Teile des Helgoländer Gebiets binnen kürzester Zeit zweimal schlagartig um rund 10 Meter absinken. Das lässt sich heute an den nunmehr im Meer gelegenen Brandungsterrassen nachweisen. Noch immer werden mitten in der See gelegene bronzezeitliche Grabhügel entdeckt. Es wird vermutet, dass sich ein nicht unerheblicher Teil dieser mächtigen Anlagen seit dem Ende von Atlantis unter Wasser befindet. Auch ganze Äcker und sogar Menschen fand man in der Nordsee. Sie wurden alle von riesigen Mengen Schlamm begraben und somit konserviert. Dass dies plötzlich katastrophenartig geschah, beweist die Tatsache, dass viele der gefundenen Skelette noch ihre alltäglichen Gegenstände bei sich trugen und mit diesen in unwirklichen Stellungen verschüttet wurden. Wahrscheinlich arbeiteten sie auf den hinter den Deichen liegenden Feldern, als eine schreckliche Flutwelle über die Marschen raste. Bei der Flucht hin zu den höher gelegenen Ebenen sind sie den nahenden Schlammmassen zum Opfer gefallen. Platon berichtet weiter, dass sich ziemlich genau auf halbem Wege zwischen Felsenmassiv und Festland die Königsinsel der Atlanter befunden hat. Er sagt: Nach dem nahen Festland lag eine Ebene, wie es keine schönere und an Bodenbeschaffenheit fruchtbarere gegeben haben soll. Genau dort lag nun eine kreisrunde Insel. In ihrem Kern war diese natürlichen Ursprungs, aber Platon sagt, dass man konzentrische Deiche angelegt haben soll. Zwischen jedem Deich gab es auch mehrere Wasserringe, die durch einen Kanal miteinander verbunden waren. Auf diese Weise war es möglich, mit dem Schiff direkt bis zur Mitte dieser Wallanlage zu fahren. Dort befanden sich auf einem Hügel die Burg, das höchste Heiligtum der Atlanter. Die Königsburg wurde uns als mehrstufige Pyramide beschrieben, so wie wir sie zahlreich aus dem germanischen, das heißt atlantischen Raum kennen. Der jüngste Fund derartiger Bauten stammt aus dem Balkan. Dort hat man erst vor kurzem ein ganzes Tal mehrerer solcher germanischer Pyramiden entdeckt. Das Heiligtum der Atlanter Germanen war eine den Himmel stützende Säule. Das überliefert nicht nur Platon, sondern auch andere antike Autoren, die über das Atlantische Reich und seine Bewohner geschrieben haben. Es handelt sich hierbei um das höchste Heiligtum der germanischen Weltanschauung, die heilige Irminsul. Die Irminsul, auch Weltenbaum oder Weltensäule genannt, stand nach alter Vorstellung im hohen Norden, direkt unter dem einzigen Fixpunkt am Himmel, dem Polarstern, in einem Land, da oft lange Finsternis herrscht. Sie hat weit ausladende Äste und gilt als Zentrum der nördlichen Hemisphäre. Derartige Säulen begegnen uns überall, wo die Atlanter gesiedelt haben. Auf ihren Wanderungen brachten sie den neuen Kult mit in weit entfernte Länder. Nach den Atlantischen Kriegen um 1200 vor Christus werden Irminsul-Darstellungen in vielen Gebieten des Mittelmeers häufig. Weit ältere Irminsäulen finden sich in Amerika und natürlich auch im atlantischen Kernland, dem Gebiet der nordischen Bronzezeit. Die Irminsul hat den Untergang von Atlantis überlebt. Noch Tacitus spricht um 100 nach Christus von einem universalen Säulenkult der Friesen. Die Säule auf der Königsinsel der Atlanter, welche von manchen alten Schriftstellern auch Basileia genannt wird, war mit einem sonderbaren Material überzogen. Es glänzte zwar wie Gold, war aber gläsern. Platon erwähnt diesen Stoff. Er selbst kannte ihn zwar nur aus den Erzählungen, aber er sagt, dass zu Atlantis-Zeiten gerade dieser Oreichalkos das wertvollste Gut neben dem Golde gewesen sei. Wenn man sich nun die aufgelisteten Eigenschaften des Oreichalkos anschaut,
wird schnell offensichtlich, dass es sich hierbei um Bernstein handelt. Er wurde nämlich laut Platon in Öl gekocht und als Lack aufgetragen oder als Ganzes zum Schmuck oder auch als eine Art Geld verwendet. Man gewann ihn entweder direkt aus dem Boden oder fischte ihn in großen Mengen aus der Flussmündung, in welcher die Insel Basileia lag. Beides sind heute noch praktizierte Methoden zur Bernsteinförderung. Sowohl die Bernsteingräberei als auch das Keschern in der Eidermündung bringt bis in unsere heutige Zeit reiche Erträge des Nordseegoldes. Es sind etliche aus Bernstein gefertigte Objekte aus der Bronzezeit bekannt. Nicht nur Schnitzereien, sondern auch aus zuvor gekochtem Bernstein gegossene Figürchen und Ringe gehören mitunter zu den häufigsten Grabbeigaben der Germanen. Oft spricht man heutzutage allerdings von Bernstein als einem seltenen Stoff, doch die Atlanter Germanen gingen geradezu verschwenderisch damit um. Noch während der Römerzeit waren sie derart reich an Bernstein, dass sie ihn anstelle von Holz verfeuerten. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass die Germanen dieser Epoche ein kulturell weit weniger entwickeltes Leben führten und unter sehr viel härteren Bedingungen ihr Dasein fristeten als ihre Vorfahren in der nordischen Bronzezeit. Diese nutzten ihren Überfluss auch noch anderweitig und handelten in der ganzen Welt den einzigartigen baltischen Bernstein bis hinunter nach Ägypten. Das belegen nicht nur die Funde von ägyptischen Glasperlen im höchsten Norden und der nordische Bernstein in den Pharaonengräbern, sondern auch die ägyptischen Schriftzeugnisse. Lange Zeit lenkte die Hypothese Ex Orient Lux den Blick von der Großartigkeit der nordischen Kulturen ab. In den letzten Jahren jedoch stellte sich erst allmählich und schließlich dann immer mehr der Gesinnungswandel ein. Angesichts der fantastischen Entdeckungen, die nun aus der Bronzezeit bekannt waren, mussten die bisherigen Vorstellungen völlig verworfen werden. Seitdem sich eine andere Grundhaltung gegenüber der Kulturfähigkeit der damaligen Nordvölker eingestellt hat, kommen neue Sensationen Schlag auf Schlag. Kurz nachdem sich Forscher in der Mitte des 20. Jahrhunderts ernsthaft mit Platons Atlantis-Bericht beschäftigten, hatte man alle notwendigen Informationen zusammen, um endlich in die Praxis zu gehen. Wenn die Theorie stimmte, wie sie erstmals Anfang der 50er Jahre formuliert wurde, dann müsste man die Reste der Königsinsel noch heute finden können. Wenn die Basileia tatsächlich zwischen Helgoland und dem kimbrischen Festland lag, dann müssten dort noch heute Ruinen sein. Die Historiker wussten, wonach sie suchten, denn Platons Beschreibungen waren eindeutig. Eine Anlage, aufgebaut aus konzentrischen Deich- und Wasserringen. So etwas hatte es im Mittelmeerraum, wo man Atlantis lange vermutete, niemals gegeben. Im Norden hingegen waren derartige Anlagen häufig. Es sind etliche dieser sogenannten Troja-Burgen bekannt. Dabei handelte es sich meist um an bestimmten Sternkonstellationen ausgerichtete Steinkreise. Oft nennt man sie auch Wallburgen. Das bekannteste Beispiel ist wohl Stonehenge. In der nordischen Bronzezeit wurden diese architektonisch perfekt geplanten Anlagen schon seit Jahrhunderten als Sonnenheiligtümer genutzt. Wie weit verbreitet die Troja-Burgen waren, zeigt sich zum Beispiel in der Ornamentik etlicher nordischer Rundschilde. Diese zeigen genau die Anordnung von Gräben und Wällen, wie sie Platon Jahrhunderte später noch beschrieb. Wenn die von Platon beschriebene Troja-Burg vor Helgoland wirklich existierte, dann würde man sie finden. Und tatsächlich. Mitte der 50er Jahre fanden die ersten Tauchgänge hinunter auf den mittig zwischen Helgoland und der kimbrischen Küste gelegenen Steingrund statt. Dort entdeckte man, wie erwartet, die Überreste der konzentrischen Wallanlagen. Weitere Expeditionen folgten und mehrere Steinplatten wurden geborgen. Wie sich schnell herausstellte, waren diese eindeutig von Menschenhand bearbeitet.
Die fachliche und öffentliche Reaktion war enorm. Die Thesen, welche lange Zeit als unhaltbar marginalisiert wurden, hatten nun plötzlich einen Zeugen, den man nicht leugnen konnte. Und auch alle während der näheren Untersuchung des Fundes vorgebrachten Kritiken konnten entweder widerlegt werden oder trugen zur weiteren Verfeinerung des Gesamtbildes bei. Man fand aber nicht nur die Reste der konzentrisch angelegten Welle. In ihrer Mitte befand sich eine weitere, gefließte Fläche, die von einer mächtigen Ruine bedeckt wurde. Auch wenn sie heute völlig zerstört ist, war aufgrund ihrer Lage und Größe klar, dass es sich hierbei um die von Platon beschriebene Königsburg handelte. Nun endlich war das Geheimnis, das so viele Menschen so lange Zeit bewegte, gelüftet. Die atlantische Königsinsel Basileia lag in der deutschen Bucht vor Helgoland. Platon nennt sie das Mutterland eines weit über die Küsten der Nordsee hinausgehenden Reiches. Doch Platons Atlantisbericht ist nicht bloß ein Text zur Lokalisierung der Basileia. Er liefert auch detaillierte Angaben, weshalb Atlantis untergegangen ist. Warum ging Atlantis unter? Uns liegen zahlreiche Berichte aus ganz Europa, Kleinasien und Nordafrika vor, die von einer schrecklichen Zeit großer Naturkatastrophen gegen Ende der Bronzezeit um 1200 vor Christus sprechen. Für viele Kulturen waren diese Ereignisse so einprägend, dass sie uns bis heute in schriftlicher Form überliefert geblieben sind. Angefangen bei den nordischen Edden über die ägyptischen Tempel- und Papyrus-Inschriften bis hin zu dem biblischen eschatologischen Schema, all diese Texte behandeln dieselbe Katastrophenzeit. Dass es sich hierbei jedoch auch um die Katastrophen handelt, die zum Ende des Atlantischen Reichs und der Zerstörung seiner Königsinseln in der Nordsee geführt haben, wird durch zahlreiche Parallelen und inhaltliche Doppelungen mit dem Atlantisbericht belegt. So spricht Platon von einer großen Trockenheit auf der ganzen Welt, die alle Völker auf eine harte Probe stellt. Einzig Ägypten soll blühendes Paradies geblieben sein, da sich der Nil nicht aus Regen, sondern aus entlegenen Bergquellen speist. Dasselbe berichten die Schriften und Hieroglyphen mehrerer ägyptischer Pharaonen, die alle um 1200 vor Christus regierten. Überall habe Durst und in der Folge auch oft furchtbarer Hunger geherrscht, außer in Ägypten. Das erscheint glaubhaft, liegen doch mehrere Briefe von Ägyptens Verbündeten aus Kleinasien vor, die um Getreide bitten. Besonders von den Griechen und Hethitern wissen wir recht genau, wie groß das Ausmaß dieser Dürre gewesen sein muss. Doch nicht nur durch ihre Erbarmungslosigkeit unterschied sie sich von anderen Trockenperioden. Auch in ihrer Länge stellt diese Dürre ein ungewöhnliches Phänomen dar. Sie dauerte nämlich so lange, dass die Hethiter irgendwann begannen, Staudämme zu bauen, um das sonst immer ausreichend vorhandene Wasser zu sammeln. Hethitische Texte legen nahe, dass mindestens 30 Jahre Dürre herrschte. Dies bestätigen Überlieferungen aus dem Sudan, die von einer Dürre reden, die ebenfalls 30 Jahre lang anhielt, ehe man die Götter durch ein Opfer besänftigte. Deutsche Frühgeschichtsforscher vermuteten aufgrund ihrer Untersuchungen in europäischen Mooren, dass die Trockenheit zumindest in Nordeuropa sogar rund 50 Jahre angehalten habe. Jedenfalls ist sie uns in vielfacher Weise sowohl schriftlich als auch wissenschaftlich nachgewiesen. Die Dürreperiode brachte die Menschen zum Äußersten. Der Grundwasserspiegel war in ganz Europa um mehrere Meter gefallen. Um genügend Wasser zum Leben und Wirtschaften zu bekommen, verließen viele Stämme ihre Heimat und siedelten sich zunächst an großen Gewässern an. Diese waren wohl für längere Zeit der einzige Zufluchtsort und so errichtete man dort neue Häuser. Viele dieser Gebäude sind uns noch heute in Form der einzigartigen Pfahlbauten erhalten geblieben.
Entgegen der landläufigen Meinung sind diese nicht etwa Hochwasser, sondern Trockenbauten. Die Pfähle wurden in den Boden des nunmehr trockenen Ufers getrieben, um dazwischen Wände aus Ästen und Schilf hochzuziehen. Wir finden derartige Bauten aus der Zeit um 1200 vor Christus überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Italien. Platon erklärte im Atlantis-Bericht die logische Konsequenz einer solchen Dürrekatastrophe, da von Nordeuropa bis nach Nordafrika nur Ägypten von den verheerenden Austrocknungen verschont geblieben war, weckte das natürlich Begehrlichkeiten. Ägypten musste seine Grenzen deshalb gegen die Heerscharen der hungernden Völker verteidigen. Der Angriff der Atlanter wird nun als mit Abstand größter dieser Angriffe beschrieben. Von Norden her brachen sie in Griechenland ein und zogen dann weiter über Kleinasien, um schließlich von Palästina her anzugreifen. Dieser riesige Feldzug der Atlanter, der meist mit dem Sammelbegriff Atlantische Kriege betitelt wird, umfasst Schlachten der Atlanter gegen aller Herren Länder. Wir werden uns mit diesen Kriegen noch genauer befassen. Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass die fatale Trockenheit der Auslöser dieser Kriege war. Es ist wichtig, dies hervorzuheben, denn die Bronzezeit war bis zu jenem Zeitpunkt durchaus keine kriegerische Epoche. Im Gegenteil, Handel und Kultur erreichten eine noch nie dagewesene Höhe und vereinten die Völker in weltweiten Bündnissen. Es gab überhaupt keinen Grund für Kriege. Riesige Städte, ja ganze Völker verschwinden über Nacht spurlos. Weite Gebiete werden nahezu völlig entvölkert und Kulturen mit einem Mal vernichtet. Das Handelsnetzwerk fällt in sich zusammen. Die Überlebenden werden wieder zur Selbstversorgung gezwungen. Kann das durch eine Trockenheit geschehen? Platons Erzählungen legen einen weiteren Schluss nahe. Er beschreibt hier sachlich den wahren Ursprung der bekannten Phaeton-Sage. Eine grausame Feuerkatastrophe aus dem Himmel hätte weltweit gewütet und schließlich zur Auslöschung der Königsinsel Basileia in der Nordsee geführt. Wenn etwas Vergleichbares wirklich stattgefunden hat, dann müsste es auch in den Sagen und Überlieferungen anderer Völker nachweisbar sein. Aufgrund der jahrelangen akribischen Arbeit zahlreicher Forscher wissen wir heute, dass es einen solchen Katastrophenkanon in den frühzeitlichen Erzählungen wirklich gibt. In unglaublicher Art und Weise gleichen sich die Sagen auf der ganzen Welt. Sie alle schildern zunächst eine lange Trockenheit. Dann jedoch ist von schrecklichen Himmelserscheinungen die Rede, die bald nur einmal, bald jedoch zweimal gesichtet werden und auf ihrem Weg alles zu Asche verbrennen. Es wird schnell offensichtlich, dass es sich hierbei nur um einen Kometen handeln kann. Es ist ein glücklicher Umstand, dass uns so viele verschiedene Sagen über dieses einschneidende Ereignis erhalten geblieben sind. Zwei von ihnen enthalten nämlich einen Hinweis, mit dem wir den Einschlagsort des Kometen Phaeton finden. Apollonius von Rhodos schrieb in seiner Argonautika, dass der Phaeton in den Strom Eridanos im Hyperboreerland gestürzt sei. Die Tränen all jener, die seinen Tod beweinten, fielen in den Fluss und erstarrten in seinem kalten Wasser zu Bernstein. In der germanischen Version der Geschichte nimmt der alles verschlingende Wolf Fenris den Platz des Sonnensohnes Phaeton ein. In eindrucksvollen Worten wird berichtet, wie er den Unterkiefer an der Erde, den oberen am Himmel, das ganze Land zerfetzt und im Zuge schrecklicher Feuerkatastrophen alles auf der Erde vernichtet. Schließlich gelingt es den Göttern Fenris zu bezwingen und ihn in die Eider zu stürzen. Es besteht daher heute kein Zweifel mehr daran, dass der Komet, den so viele Völker gesehen und gefürchtet hatten, in die Eidermündung gestürzt ist. Kaum hatten die Forscher das herausgefunden,
machten sie sich auf die Suche nach dem Krater, der neue Antworten zu geben versprach. Wusste man erst einmal, wo man suchen musste, war das Rätsel schnell gelöst. Es gibt nämlich in der ganzen Nordsee nur einen Ort, der in Frage kommt, das Helgoländer Loch. Man kann die Wucht des Aufpralls nur erahnen, wenn man sieht, wie steil die Senke in die Regelmäßigkeit des Nordseebodens sticht. Selbst heute noch, nach mehr als 3000 Jahren, ist das Helgoländer Loch an seiner tiefsten Stelle noch rund 35 Meter tief und hat an der Oberkante einen Umfang von 37 Kilometern. All die lange Zeit hat nicht gereicht, um diese Wunde mit Sedimenten auszufüllen. Es ist kaum vorstellbar, welchen Schaden der Phaeton an seiner Absturzstelle bei Helgoland verursachte. Früher nahm man an, dass die Flutwellen, welche die Basileia zerstört hatten, höchstens 20 Meter hoch waren. Etwas anderes konnte man sich einfach nicht vorstellen. Nachdem nun jedoch die genauen Berechnungen vorlagen, konnte mit Sicherheit gesagt werden, dass sie eine Höhe von mindestens 40 Metern erreicht haben und wahrscheinlich sogar noch höher. In einigen Mooren auf der Kimbrischen Halbinsel und auf dem deutschen Festland fand man umgeknickte und verkohlte Bäume. Alle, die nördlich von Helgoland gefunden wurden, sind gen Norden, alle, die im Süden gefunden wurden, sind gen Süden gerichtet. Sogar noch in Niedersachsen konnte man diese Jahrtausendvernichtung feststellen. Doch mit dem Sturz des Phaeton endet die Katastrophenzeit in den bronzezeitlichen Sagen nicht. Kurz nach der Sichtung des Kometen erschüttern so gewaltige Erdbeben die Erde, dass selbst in Ägypten noch Tempel einstürzen. Angesichts der Größe des Himmelskörpers und der Heftigkeit des Impakts ist dies alles andere als unwahrscheinlich. Ebenfalls in der Folge des Einschlags verdunkelt sich der Himmel und sogenannter Blutregen setzt ein. Neben Unmengen von Asche wird nämlich auch das Hauptmaterial des Kometen in Form kleinster Teilchen in die Atmosphäre geschleudert. Eisen. In den regenbildenden Luftschichten wird das Eisenpulver dann von den kondensierenden Tröpfchen eingefangen und fällt als giftiger roter Niederschlag wieder auf die Erde herab. Die verschiedenen Berichte sprechen von einer bisweilen länger als eine Woche anhaltenden Finsternis, der ein 3- bis 5-jähriger Winter folgt, der germanische Fimbulwinter. Die Auswirkungen dieses Katastrophenwinters reichen bis in die heutige Zeit. Binnen weniger Jahre brach das bronzezeitliche Klimaoptimum dermaßen ein, dass es sich bis in unsere Tage noch nicht davon erholt hat. Das klimatische Optimum war mit einem Male vorbei und mit ihm auch die Blütezeit der weltweiten Hochkulturen. Besonders das in nordischen Breiten gelegene Atlantische Reich litt natürlich schwer darunter. Zwar hatte während der Dürreperiode schon Auswanderung aus dem atlantischen Kerngebiet an der Nordseeküste stattgefunden, aber erst mit dem plötzlichen Klimaumbruch und den ohnehin schwerwiegenden Zerstörungen durch den Kometen begann die heiße Phase der Atlantischen Kriege. Ihrer unmittelbaren Lebensgrundlage beraubt, gab es für die Atlanter-Germanen nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie blieben in ihrer Heimat, um dort der sicheren Vernichtung anheimzufallen, oder aber sie machten sich auf, um in fernen Ländern nach fruchtbarem Siedlungsgebiet zu suchen. Wie jedem Volk, dem der unerschütterliche Lebenswille innewohnt, fiel den Atlantern die Entscheidung nicht schwer und sie begannen mit der Auswanderung. Die Völkerwanderung der Germanen zur Zeit der Römer war im Vergleich zur Größe dieser Züge lächerlich klein. Das, was in der Zeit um 1200 vor Christus geschah, sollte die gesamte Menschheit prägen und ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufschlagen. Was sind die Atlantischen Kriege? Nachdem die Abwanderung aus dem damals dicht besiedelten atlantischen Kerngebiet im Nord- und Ostseeraum begann, zog man zunächst südwärts.
von den klimatischen Umbrüchen nach der Phaeton-Katastrophe, ebenfalls an die Existenzgrenze getrieben, schlossen sich die Stämme aus allen atlantischen Teilreichen in einer großen Bewegung zusammen. Überall entstehen in der Folge für kurze Zeit Zwischensiedlungen, die genauso schnell aufgebaut wie verlassen werden. Wir können die Wege, welche die Atlanter damals einschlugen, heute noch sehr gut nachverfolgen. Sie hinterließen unterwegs allerlei charakteristische Gegenstände. Zu nennen ist hier vor allem der Bernstein. Durch die bronzezeitlichen Funde können wir die Wanderrouten nachzeichnen. Von Süddeutschland aus trennen sich die Atlanter. Ein Zug wählt die Westroute nach Ägypten, wo er auf kaum Widerstand stößt, da das Atlantische Reich mit den Libyern in Afrika treue Verbündete hat. Der Ostzug sieht sich jedoch einer Reihe von Feinden gegenüber, die es zu bezwingen oder deren Land es wenigstens zu durchqueren gilt. Diese Kämpfe bezeichnen wir mit dem Sammelnamen Atlantische Kriege. Sie hinterließen in ganz Europa bis hinunter nach Nordafrika ihre Spuren. Der wichtigste Hinweis ist dabei das germanische Griffzungenschwert. Dieser Schwerttyp ist auf der Kimbrischen Halbinsel beheimatet. Dort wurden wiederholt die Gussformen dieser Schwerter gefunden und die Zahl der gefundenen Schwerter kulminiert dort oben an der Nord- und Ostsee. Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass die Grundlage unserer modernen Schriftsysteme von den Phöniziern in den Mittelmeerraum gebracht wurde. Sei es nun in Griechenland, Kleinasien, dem Libanon oder Israel. Überall taucht wie aus dem Nichts eine neue, voll entwickelte Schrift auf. Zwar gab es schon vorher Schriften, die sich alle aber zahlloser einzelner Bilder bedienten. Diese Schrift ist aber revolutionär. Sie ist alphabetisch und mit gerade einmal 22 Zeichen für jedermann leicht zu lernen. Zuvor waren die teilweise mehrere tausend Symbole umfassenden Schriften der Vorzeit nur den höchsten Gelehrten vorbehalten. Mit der nordischen Schrift wurde das Lesen und Schreiben auf einmal zum Alltag. Oft stellte man bereits fest, dass die germanischen Runen ihren Ursprung in dieser phönizischen Schrift haben. Woher diese Schrift jedoch eigentlich kam, blieb lange Zeit unbekannt. Erst seit den 1950er, 60er Jahren wissen wir, dass sie ebenfalls von den Germanen stammt. Das phönizische Alphabet ist die Schrift der bronzezeitlichen Germanen und Vorläufer der späteren Runen sowie des hebräischen und griechischen Alphabets. Ein nicht unerheblicher Teil der atlantischen Wanderzüge ließ sich im östlichen Mittelmeer nieder und prägte die Gegend nachhaltig. An den Küsten nahmen sie ihr altes Seefahrerleben wieder auf und leisteten einen entscheidenden Anteil beim Wiederaufbau des alten Handels. Nichtsdestoweniger war der Großteil der Atlanter noch immer heimatlos. Und noch immer hatten sie ihren großen Plan, nämlich das Nildelta zu erobern, nicht vergessen. Sie koordinierten über hunderte Kilometer Entfernung einen gezielten Angriff auf das Land der Pharaonen. Im Westen sollten die Heere angreifen, von denen sich der Ostzug in Süddeutschland getrennt hatte. Gemeinsam mit den verbündeten Libyern rief man also von Westen her Sturm auf Ägypten. Zeitgleich mobilisierten sich weit größere Armeen an der Ostfront. Von Syrien her drangen sie zu Lande und zu Wasser in das Nildelta ein. Sie setzten alles auf eine Karte. Nicht nur Krieger marschierten voran, sondern auch ihre Familien, Frauen und Kinder begleiteten sie auf die gefährliche Reise. Mit schweren Karren bahnten sie sich ihren Weg durch das ägyptische Land, bereit, jedes nur erdenkliche Opfer zu bringen. Aber Ramses III., der damalige ägyptische Regent, war vorbereitet. Die Eroberungen der Nordmeervölker waren ihm nicht entgangen. Um sich und sein Land vor dem Schicksal all der anderen Völker zu bewahren, errichtete er mächtige Verteidigungsanlagen und rüstete seine Armee. Die Infanterie fing die nordischen Trecks ab und metzelte sie ohne Gnade nieder. In der Nilbucht spielten sich dramatische Szenen ab, die uns der Tempel in Medinet Habu bis heute berichtet. Die nordischen Krieger, mit germanischen Rüstungen und Hörnerhelmen versehen, ersticken im Pfeilhagel der Verteidiger. Welch ein schicksalhafter Untergang der großen Eroberer.
gerade durch Pfeil und Bogen, die Waffe, welche die Germanen nie im Kampf mit Menschen, sondern immer nur gegen Tiere bei der Jagd einsetzten, besiegelten nun ihr eigenes Ende. Die für den Nahkampf ausgerichteten Rundschilde erlaubten zwar große Beweglichkeit in der Schlacht, gegen Fernwaffen jedoch waren sie nutzlos. Es gab einen guten Grund, warum alle Mittelmeervölker hauptsächlich manneshohe, rechteckige Schilder trugen, hinter denen man sich vor Pfeilen schützen konnte. Die Schiffe der Atlanter wurden geentert, umgestürzt oder an Land gezogen. Der alles entscheidende Angriff war gescheitert. Fest steht, dass es sich bei diesem Kampf um das Nildelta um eine bis dahin gewaltigste und blutigste Schlacht der Weltgeschichte handelt. Mit den Atlantischen Kriegen wandelte sich das geopolitische Bild der Welt nachhaltig. Völker gingen zugrunde, Völker stiegen empor. Doch nicht nur eine beeindruckende Episode nordischer, europäischer und menschlicher Geschichte blieb uns erhalten. Was war die weltanschauliche Grundlage, durch die das Atlantische Reich überhaupt erst so mächtig werden konnte, dass es selbst nach verheerenden Naturkatastrophen noch gegen die ganze Welt zum Angriff schreiten konnte? Was haben uns die Atlanter hinterlassen? Die Frage nach dem Erbe der Atlanter ist nichts anderes als die Frage nach dem innersten Wesen der nordischen Weltanschauung und nach dem Sinn in der gesamten europäischen Geschichte. Mit den Erkenntnissen um das Atlantische Reich, die Atlanter und nicht zuletzt um die Atlantischen Kriege setzt sich vor unserem Auge ein Bild lebendiger Vorzeit zusammen. Egal wie intensiv man sich mit den frühen Geschichten Europas auseinandersetzt, man wird immer wieder auf dasselbe Symbol stoßen, die Irminsul. Für manche Forscher ist sie nichts weiter als ein primitives Zeichen altertümlichen Aberglaubens, ein Baumstamm, der in den Himmel ragt und von unseren unwissenden Vorfahren vergöttert wurde. Doch angesichts der von uns heute bekannten wissenschaftlichen und mathematischen Leistungen der bronzezeitlichen Nordmeervölker erscheint es durchaus angebracht, dieser bisweilen immer noch vorherrschenden Meinung einige Betrachtungen entgegenzustellen. Es erscheint kurios, dass Völker, die bereits vor über 3000 Jahren feinstes Handwerk mit bestechender Logik und rechnerischer Präzision vereinen konnten, zur selben Zeit an hölzernen Götzen gehangen haben sollen. Nein, der Irminsul muss ein weit tieferer Sinn innewohnen, eine Wahrheit so klar und so rein, dass sie von jedem unmittelbar erlebt werden kann. Über mehrere Jahrtausende hinweg erhielt sich Kult und Symbolik in nahezu derselben Form. Eine derartige Beständigkeit sucht in der gesamten bekannten Menschheitsgeschichte ihresgleichen und kann nicht auf einem stumpfen Dogma beruhen. Im atlantischen Kernland existierte der Irminsul-Kult noch viele Jahrhunderte weiter, bis er schließlich der blutigen Christianisierung unter Karl dem Großen zum Opfer fiel. Bis zu diesen Tagen der Sachsenkriege im 8. Jahrhundert nach Christus pflegte man diesen Glauben. In diesen alten Zeiten einte die Irminsul 10 Völkerstämme im Atlantischen Reich. Nachdem die Germanen dann rund 100 Jahre nach dem Angriff auf Ägypten Griechenland einnahmen, entstand auch das sagenumwobene Sparta. Mit ihrer eisernen Lebenshaltung gingen sie in das Gedächtnis der Weltgeschichte ein. Bereits seit römischer Zeit staunten Autoren immer wieder darüber, wie sehr sich die Germanen und Spartaner doch in Wesen und Weltanschauung ähnlich sind. Beide überbrückten die Kluft zwischen großem künstlerischen Schaffen und nüchternem Kampfesmut. Besonders berühmt wurde Sparta jedoch für sein revolutionäres Verständnis der Geschlechter. Nirgendwo sonst im Mittelmeerraum genossen die Frauen so große Anerkennung wie in Sparta. Als eine nicht-atlantische Frau die spartanischen Frauen und ihre Freiheiten bestaunt, sagte sie: „Ihr spartanischen Frauen herrscht ja fast über die Männer." Darauf entgegnete die Spartanerin: „Ja, aber wir sind auch die einzigen Frauen, die richtige Männer gebären." In diesem Bild manifestiert sich eine der großen Erkenntnisse der atlantischen Irminsul-Religion: Die Geschlechter sind gleichwertig. Und nicht nur das. Erst wenn das eine Geschlecht sein Wesen völlig entfalten kann,
kann das andere überleben. Es ist die gleiche Polarität, wie sie uns später im deutschen Idealismus begegnet, eine Geisteshaltung, zu der es die nordischen Völker schon immer geführt hat. Während sich alle Welt in sinnlosen Entweder-Oder-Fragen verliert, erkennen die Nordvölker seit jeher einen anderen Weg. Sie sehen die Polarität in der Welt, die ja nichts anderes ist als ein Unterschied, bei welchem die Unterschiedenen untrennbar miteinander verbunden sind. Das mag zunächst abstrakt klingen, doch finden wir derartige Pole überall in der Welt. Der ganze Kosmos ist nach der uralten Weisheit von ihnen durchdrungen. Die höchste Ebene der Polarität ist die Unterscheidung von Geister- und Materiereich. Philosophisch hergeleitet spannen diese beiden Prinzipien den ganzen Kosmos auf. Die alten Germanen sprachen vom Materiereich als Helheim, das heißt die Unterwelt, und vom Geisterreich als Asgard, das heißt die Götterwelt. Dazwischen steht die Welt der Menschen, Midgard. Alle drei Welten zusammen machen die Ganzheit der Irminsul aus. Jetzt verstehen wir auch erst, warum die Irminsul so oft als Stütze des Alls beschrieben wird. Nach einer anderen germanischen Sage wird das geistige Himmelreich durch einen klugen Adler versinnbildlicht, der auf der Krone des Weltenbaumes thront. An den Wurzeln der Irminsul nagt ein Drache. Er verkörpert das Materielle. Die beiden können jedoch nicht miteinander sprechen, um ihre entgegengesetzten Interessen zu bereden. Der Adler möchte freilich auf dem Baumwipfel sitzen bleiben, wohingegen der Drache den Baum am liebsten fällen würde. An dieser Stelle tritt ein eifriges Eichhörnchen namens Ratatosk ins Spiel. Es rennt beständig den Stamm der Irminsul auf und ab und vermittelt zwischen den beiden ewigen Kontrahenten. Diese Beispiele sollen als Zeugnis für die germanische Dreifaltigkeitslehre genügen. Die Idee der Dreifaltigkeit setzt sich immer aus zwei Polen und einer dritten, verbindenden Instanz zusammen. Es gibt in ihr kein stumpfes Gut-Böse-Denken, sondern nur einen ewigen Prozess des immer neuen Abwägens. Denn eines lehrt uns sowohl die Geschichte als auch unser Verstand. Wenn ein Pol auf Dauer die Überhand bekommt, gerät das Spannungsfeld aus den Fugen. Die Betrachtungen lassen sich alle mit Hilfe der Irminsul herleiten. Der großartigen germanisch-atlantischen Geschichte verdanken wir, dass wir sie heute, da sie so dringend gebraucht wird, wiederentdecken konnten. Die Irminsul ist das Symbol für den Kosmos. Sie vereint das Männliche und das Weibliche, das Äußere und das Innere, das Obere und Untere. Die Irminsul ist offen für jede Wahrheit und jede echte Erkenntnis. Sie vereint die Exoterik und Esoterik. Sie ist das Symbol einer alten und neuen Ära. Sie ist das Symbol der Kosmoterik.